verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Schön, dass Sie heute Abend dabei sind bei unserer Talkreihe Einblicke Menschen mit Geschichte und Geschichten. Glück gehabt, dass Sie ein Ticket erwischt haben. Auch das gehört bei unserer Veranstaltungsreihe dazu. Aber das ist natürlich ein Spiegel auch unseres heutigen Gastes. Ein Mann, ein Schauspieler, der dies mit voller Leidenschaft betreibt, seinen Job macht, obwohl er als noch viel jüngerer Mensch das einmal auch gar nicht werden wollte, nämlich Schauspieler. Ein Mann, der Grenzen in seinem Leben erfahren hat und immer noch ständig mit Grenzen zu tun hat, aber das ein oder andere Mal gar nicht mal bereit ist, diese zu akzeptieren. Und diesen Spruch, den wir alle in unserem Leben kennen, das geht nicht. Eigentlich meine ich nicht unbedingt immer akzeptieren, das finde ich, ist eine tolle Angelegenheit. Das geht nicht, gibt es nicht. Willkommen heute Abend hier in Bitburg und ich glaube, wir begrüßen ihn gemeinsam. Samuel Koch. Schön, dass Sie auch mal in Bitburg sind und wenn ich anmoderiere mit, da gibt es gewisse Grenzen, die Sie nicht immer akzeptieren, ist das falsch oder können Sie das mitgehen? Also erstmal von mir auch, guten Abend, es ging glaube ich gerade in dem Lärm unter oder dem schönen Geräusch, das Sie gemacht haben. Ich freue mich sehr, hier zu sein, habe gar nicht mit so viel Prunk gerechnet, als ich hier noch hinter dem Vorhang saß und wir mich hier so pseudo-macho-mäßig trapiert haben. Naja, also Grenzen, also ich würde schon sagen, dass ich Grenzen akzeptiere, rein logistischer Natur oder der Naturgesetz gegebener Grenzen. Aber ja, dieser Satz, den Sie gerade erwähnt haben, das geht nicht, ist in der Tat ein Satz, den ich je nachdem auch allergisch reagieren kann und hat natürlich damit zu tun, dass ich, als ich einst auf der Intensivstation zu mir kam und feststellen musste, dass das ein oder andere tatsächlich nicht mehr geht, was ich auch dann akzeptieren musste zunehmend und auch deshalb oder gerade deshalb versuche, dieser Negativbilanz dieser Dinge, die nicht mehr gehen, einige Dinge auch wieder abzutrotzen. Ja, was gut verständlich ist, Herr Koch, das zeichnet sich ja auch in gewisser Hinsicht auch aus. War auch der Moment, wo Sie darüber nachgedacht haben oder wo man an Sie herangetragen hat, ein Buch über das alles zu schreiben, ein Moment, wo Sie gesagt haben, das geht doch eigentlich nicht? Nee, ich glaube, das erste, wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, das erste Mal, dass jemand mit so einer Buchidee auf mich zukam und das an mich herangetragen hat, habe ich nicht gesagt, das geht nicht, habe ich einfach gesagt, nee, keine Lust. Und fand es, das gab es tatsächlich des Öfteren, ja, dass da Leute herkamen und ich fand das einfach nur sehr absurd oder fast ein bisschen dämlich. Nur wenn man jetzt mehr oder weniger in der Öffentlichkeit steht, muss man nicht gleich deshalb seinen Senf für ein Buch abgeben. Das fand ich irgendwie komisch, muss ich natürlich erklären, wie es dann doch dazu kommen konnte. Frage ich mich selbst manchmal, aber da kam dann eben ein sehr, sehr sympathischer Verlagschef, der mir irgendwie was meiner Meinung nach Faires angeboten hat, hat mir dann wiederum einen sogenannten Ghostwriter vorgestellt, der selber eine querschnittgelähmte Tochter hatte oder hat und noch 6 weitere Kinder und mit dem hatte ich sehr lustig und es gab so eine Art Exit-Klausel, die er mir angeboten hat, anhand derer ich auch am Tag vor der Erscheinung des Buches hätte sagen können, ohne Angabe von Gründen, ich möchte doch nicht. Und das fand ich irgendwie ganz fair und dann habe ich gesagt, okay, wir können es ja mal probieren. Und ich hatte ohnehin in meinem Klinikzimmer noch damals schon hunderte bis tausende von Notizzetteln angesammelt, weil ich irgendwo meine Gedanken kompensieren musste und habe auch viele hunderte, tausende Briefe postalisch, elektronisch erhalten und hätte denen unmöglich irgendwie antworten können. Also habe ich darin auch eine Chance gesehen, eine kleine Art Antwortkatalog zu schreiben. Ich habe tatsächlich von dieser Exit-Klausel dann auch Gebrauch gemacht, weil mir das alles irgendwie nicht so gefallen hat und
komisch vorkam, was dieser Ghostwriter dann da geschrieben hat, habe ich ihm auch gesagt. Und dann wiederum habe ich nochmal eine Lektorin in die Hand bekommen, die gesagt hat, wir können alles nochmal schreiben, dann war ich so einigermaßen zufrieden und dann kam es dann doch zu so einem Buchprojekt. Und tatsächlich erinnere ich mich, je nach Deutschlehrer in meiner Schulzeit, wie sich dann im Jugendalter so die Berufswünsche wechseln. Ich glaube, ich wollte lange Zeit immer Tiefseeforscher werden oder Meeresbiologe. Dann hatte ich mal bei einer deutschen Lehrerin lauter Einsen nach Hause gebracht. Da wollte ich dann unbedingt mal ein Buch schreiben und Schriftsteller werden. Dann hatte ich aber wieder einen anderen Deutschlehrer, Herr Schulze. Und da habe ich nur noch 4 nach Hause gebracht. Dann wollte ich wieder Meeresbiologe werden. Weil der zu mir gesagt hat, das geht nicht, was ich da schreibe. Also das ist, glaube ich, immer sehr subjektiv. Ja, das ist gut nachvollziehbar. Und Schauspieler wollte ich eigentlich auch nicht werden. Ja, tatsächlich. Dann, wie kam das denn eigentlich? Ich überlege, ich hatte, als ich irgendwie 13 Jahre alt war, zum Geburtstag geschenkt bekommen, einen Schnupperkurs bei einer Stunt-Hund-Schauspielschule. Mhm. Also damals, dann als ich kurz mit Meeresbiologen vorbei war, wollte ich dann einmal Risikodarsteller werden. Also Stuntman nennt man das heutzutage. Und fand, das irgendwie waren für mich die wahren Helden des Films, die nämlich nicht ihr Gesicht da narzisstisch in die Kamera halten, aber trotzdem die spektakuläre, viel wichtigere Arbeit betreiben. Und da gab es eben auch Schauspielunterricht in dieser Stunt- und Schauspielschule. Und das fand ich irgendwie ziemlich ätzend, da so fremden Mädchen pseudomelancholische Blicke zuzuwerfen, zu Titanic-Musik und dabei im Kreis laufen und von Kameras gefilmt werden. Da wollte ich lieber wieder raus und Treppen unterstützen und von Hochhäusern in die Luft Kissen springen. Das fand ich irgendwie lustiger als Kunstturner, fiel mir das alles sehr leicht. Und da habe ich damals gesagt, ich war also bei all diesen Berufswünschen mache ich alles, aber sicherlich will ich niemals Schauspieler werden. Ja, absurd, dass es jetzt doch dazu gekommen ist. Wir tasten uns mal langsam an diesen Beruf Schauspieler heran, der doch am Ende eines zwar noch gar nicht mal so langen Lebens, aber eines doch sehr intensiven Lebens jetzt steht. Das Fundament eines jeden Menschen von uns ist das Aufwachsen, die Kindheit, die Jugend. Ich habe das Gefühl, diese Familie Koch ist nicht nur für Sie etwas Besonderes, sondern für viele andere Menschen. Was ist das Besondere an dieser Familie Koch, in der Sie mit 3 weiteren Geschwistern aufgewachsen sind? Ja, da will ich jetzt auch nicht zu plump klingen, wenn ich sage, aber doch, es klingt leider plump, das sage ich trotzdem, dass ich denke, ich bin einfach der Meinung, dass jeder irgendwo irgendwas Besonderes ist, jeder, der hier sitzt und jeder irgendwo daheim eine besondere Familie hat und mal auf die Art und Weise besonders, mal auf die andere Art und Weise besonders. Ich habe diesen Sommer oder dieses Frühjahr einen Film gesehen, in dem der Protagonist die Rolle, die Gott spielt, eine farbige, sehr opulente Frau spielt die Rolle von Gott in diesem Film und fragt, ja, du sagst mir ständig, dass du mich besonders lieb hast und sie sagt ja und fragt sie und dann fragt er, ja, hast du denn jeden besonders lieb? Und dann sagt sie wieder ja. Das ist mir gerade so eingefallen. Ich fand das irgendwie so verblüffend einfach und aber doch irgendwie einleuchtend. Also weg von dem Besonderen, was ist an meiner Familie besonders? Naja, es ist wie mit jeder Familie, man hat. Wie war die Erziehung? Wie würden Sie sie beschreiben? Ich habe das Gefühl, dass das eine Erziehung ist, die keine großen Vorgaben macht. Ist das drückt mich da das, was ich so vermute in Ihrer Familie, dass Sie mit Eltern groß geworden sind, die zwar Leitlinien angebracht haben, aber die nicht alles vorgeschrieben haben, sondern die Sie in einer gewissen Freiheit, in einer liebevollen Freiheit haben groß werden lassen? Das ist interessant. Als wären sie dabei gewesen.
Aber ich würde es fast auch... Das ging mir vielleicht ähnlich als Kind. Ach so, okay. Nein, ich würde fast das ein bisschen relativieren. Ich hatte natürlich sehr viele Freiheiten. Das kann ich dazu sagen, zu meiner vielleicht auch geistig Gesinnung und der Prägung. Meine Eltern haben den Kindergottesdienst in dem Dorf gestaltet, das ich besucht habe, den ich auch besucht habe. So lange, bis ich hier mitgestaltet habe, ja. So lange, bis ich ihn irgendwann selbst gestaltet habe. Gleichzeitig, da komme ich jetzt wegen dem Freiheitspunkt in die Ring. Darauf haben meine Eltern, meine Geschwister und mich niemals taufen lassen, weil sie wollten, dass wir uns da selbst entweder dafür oder eben auch dagegen entscheiden. Diese Freiheit wollten sie uns behalten. Und ansonsten war es auch ambivalent. Ich hatte auf der einen Seite eine Mutter oder habe sie immer noch, eine Mama, der ich sehr viel zu verdanken habe, die mich auf eine gesunde Art und Weise, würde ich behaupten, ein inneres Schweinehund-Überwindungstemperament gelehrt hat. Und wir waren wirklich auf einem Dorf gewohnt, wo keine öffentlichen Verkehrsmittel, oder ich glaube dreimal. Wir kennen das hier. Sie kennen das hier. Aber das war noch übler, also wir fuhren nur dreimal am Tag oder so im Bus. Und das heißt, das ist nicht schlimm, ja. Sie kennen die Eifel, die Ecke. Gut, interessant. Aber dann muss ich mir nichts erzählen, dass es dann umso notwendiger ist, dass wenn man irgendwelchen Klavierspiel oder in meinem Fall was, das Kunstturnen, ich wurde mit 6 Jahren entdeckt von einem Leistungszentrumstrainer und weil ich grenznah aufgewachsen bin, ja, das kennen Sie auch hier fast, ne? Ja. Das ist ja nicht zu Hause. Also bin ich in einem französischen Leistungszentrum groß geworden, oder das nächste Leistungszentrum war in Frankreich und bin viel auf die Fahrdienste meiner Mutter angewiesen. Die hatte auch irgendwann, weil ich eben 3 Geschwister hatte, die dann alle zum Kunstturnen gegangen sind und jeder noch Gitarre, Klavier und Schnickschnack hatte, hatte irgendwann Mamas Taxi an der Windschutzscheibe kleben, das hat auch gestimmt. Und eben im Leistungszentrum muss man mindestens 5-mal die Woche trainieren und wenn ich dann auch manchmal irgendwie nicht mehr wollte, hat meine Frau Mama uns schon den gesunden Schubs gegeben und mich hat da sehr einen Satz geprägt, der vielleicht nicht so sympathisch klingt, aber der mir auch bis heute hilft, wenn sie gesagt hat, stell dich nicht so an. ja, das klingt, also kann man darüber schmunzeln, aber heute sage ich mir das auch oft, stell dich nicht so an, auch wenn sie diesen Satz dann spätestens, als ich so unter Lebensgefahr auf der Intensivstation lag, etwas reduziert hat. Aber trotzdem hat er mich geprägt. Also das stand auf der einen Seite, das hört sich, glaube ich, nicht so sehr nach Freiheit an, wenngleich sie uns auch viel Freiheiten gegeben hat. Und uns. Ich kenne eine schöne Geschichte damit, mit dem Rauchen und ihrer Mutter. Das fand ich auch etwas sehr pädagogisch bemerkenswert. Können Sie das? Habe ich darüber geschrieben? Oder? Ich weiß es nicht, irgendwo habe ich es gelesen. Wie haben Sie sich das Rauchen abgewöhnt? Oder wie ist Ihnen das abgewöhnt worden? Oder gar nicht erst, dass Sie gar nicht dazu kamen? Ja, Sie sind ja lustig oder gut informiert. Beides im Zweifel. Ja, interessant. Das habe ich wahrscheinlich schon mal irgendwo ausgeplaudert. Ja, meine Mutter hat, als Papa nicht daheim war, ganz bewusst. Da war ich auch um die 13, 14, hat sie auch Zigaretten ausgepackt. Das war ein absoluter Nichtraucherhaushalt. Ich war eigentlich eher geschockt. Und ich glaube, mit meiner noch jüngeren Schwester hat sie dann mit uns die Zigarette angezündet und die mit uns geraucht. Das war natürlich viel zu früh mit 13. Sie hat gesagt, das müsst ihr lernen, damit ihr nicht husten müsst, wenn ihr zum ersten Mal bald mit euren Freunden habt. Ja, sie sagte, das ist sehr wichtig, dass ihr euch da nicht blamiert. Ihr müsst wissen, wie es geht. Von dem Tag an war ich bis heute nicht Raucher. Und ja, diese ja, tolle Mama stand so auf der einen Seite und auf der anderen Seite so ein wirklich ruhiger, bis heute in sich zu nichts aus der Ruhe bringender Vater, der ja andere Formen von Freiheit, glaube ich, uns initiiert hat. Dem war es sehr wichtig, wie auch meiner Mutter es sehr wichtig war, dass wir ein gesundes, gutes Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl entwickeln und hat immer so aus dem Nichts heraus auch immer, auch in Streitgesprächen sagt, 1+, ihr seid für mich 1+, du bist 1+, so in dem Schulnoten
System gedacht. Und weiß ich noch genau, als ich zum ersten Mal im Gymnasium dann total geschockt war, weil ich meine erste schlechte Schulnote nach Hause gebracht habe. Ich war von der Grundschule nur Einsen und Zweien gewohnt. Und dann gab es, ich glaube, es war eine 5 in Englisch oder so. Und dann hat er mir daraufhin, ich weiß nicht, ich habe noch gar nicht so genau in die Gesichter geschaut, aber ob das noch der eine oder andere kennt in meinem Alter. Es gibt ja immer so komische Hypes in der Schule oder so Dinge, die halt modern sind. Und bei mir war das in dieser Phase, waren das so Jojos. Also die gab es da so mit so Kugellager und dann war das total der Trend. Und da gab es irgendwie nach oben hin keine Preisgrenze. Und auf diese schlechte Schulnote hin hat mein Vater, die wir sonst, meine Eltern nie diese Trends mitgemacht haben, oder da war es wieder andersrum mit der Freiheit. Die wurden uns eher so verboten, so sei es Gameboy oder so ein Schnickschnack. Das durften wir nicht haben. Und eigentlich sonst auch keine Trends, aber auf diese schlechte Schulnote eben mal mein Vater mir eigentlich das teuerste und modernste Jojo geschenkt, was es also auf dem Markt gab. Und damit hat er eigentlich wieder mal unterstrichen, dass ich für ihn 1 plus bin. Und zwar als sein Sohn Samuel, ganz unabhängig von meinen Leistungen in der Englischarbeit oder so. Und ja, das stand so im Kontrast. Und was ich damit mit Freiheit meinte, ist irgendwie auch was, was mir bis heute geholfen hat, würde ich sagen. Ich wurde dann viel über meine Kunstturnerei definiert, auch in der Schule, weil ich immer der Athlet, der Sportler, der viel weg war, weil er zu Wettkämpfen musste, international. Und war ja immer halt dieser Sportler und Turner. Mit dem Das ist die zweite Bundesliga. Das ist die zweite Bundesliga in Deutschland. In Frankreich war es Division National B. Ja. Und auch wegen dem Freiheitsbegriff, den Sie angeführt haben, komme, weil es mir dann bis heute. Was wollte ich sagen? Jemand aufgepasst? Nee. Ich war gerade beim Ton. Ich bin so abgedriftet. Wir waren bei Ton in der zweiten Bundesliga hier, genau, in Deutschland. Und nach dem Unfall war das natürlich alles nicht mehr. Ich war nicht mehr der Sportler, nicht mehr der Turner, und ich mich trotzdem fragen musste, ja, was macht mich jetzt aus, was macht meinen Wert aus, worüber definiere ich mich? Und ich da glaube ich schon in meiner Erziehung Impulse eben über diese angedeutete Anekdote mitbekommen habe, dass mein Selbstwert mich nicht nur, oder mein Selbstwertgefühl sich nicht nur dadurch bestimmt, was ich eben leiste oder tue. Da bin ich schon sehr dankbar beiden Teilen meiner Eltern. Das ist, meine ich, das Besondere. Ich meine, man kann schon eine bedingungslose Liebe in dieser Familie sehr deutlich erkennen. Und ich meine, sowas prägt auch. Diese Erfahrung macht jeder, der das in Ansätzen auch erfahren hat oder auch so erfahren hat wie Sie. Auch mich persönlich, das muss ich an der Stelle auch sagen. Es ist die Turnerei, die ein wichtiges Zentrum Ihres Lebens war. Sie waren ein Könner, aber jemand, der es liebte, durch die Luft zu fliegen und die Schwerkraft auszukosten und so weiter. Und der auch an Grenzen ging. Jetzt sind wir wieder bei diesen Grenzen. Der auch bereit war, Risiko zu gehen. Oder ist das falsch? Kontrolliertes Risiko. Das ist schon schöner ausgedrückt. Sehen Sie? Kontrolliertes Risiko. Nun gut, ja, es ist schon. Ich weiß nicht, sind hier Kunstturner im Raum? Ich weiß nicht, diese. Ich müsste jetzt nicht so ausführlich erklären. Ich meine, Sie kommen auch aus dem Leistungssport, wenn man so will, im Profisport. Im Kunstturn ist es halt so, dass man natürlich immer neue Teile, Sie haben das Fliegen angesprochen, neue Flugteile erlernt. Wenn ich jetzt mal ganz rudimentär bei dem Boden bleibe, dann lernt man so im Alter von 3, 4, 5 Jahren halt einen Purzelbaum und dann eine Rolle und dann wird daraus eine Flugrolle und irgendwann wird daraus ein Salto und dann wird daraus ein Salto mit einer halben Schraube und das macht man dann hunderte Male, tausende Male und dann macht man dann an den Salto mit halber Schraube noch ein Salto mit ganzer Schraube dran und dann funktioniert das nicht so gut. Dann macht man halt nochmal 100 Saltos ohne Schraube und dann wieder mit einer halben und dann mit einer ganzen und dann einer Doppelschraube und irgendwann macht man, das wird jetzt langweilig, stimmt. Aber dann macht man halt, was ich damit sagen will, ist, dann macht man irgendwann ein Doppelsalto und dann macht man den auch rückwärts und vorwärts und man hat da schon sehr viel Kontrolle, weil man macht das immer erst mit Hilfestellung und über sogenannten Schnitzelgruben, das sind 2 Meter tiefe Gruben,
gefüllt mit Schaumstoffschnipseln und dann im Netz und dann nochmal einen Meter Schaumstoffschnitzel. Das heißt, da kann man kopfüber reinfliegen und es passiert nichts. Wobei ich hatte mal einen Trainingskameraden, der hat, da haben wir so viele Saltos wie möglich versucht. 4, 5 Saltos mit Trampolin, wie viele eben schafften, und der hat die Beine nicht auseinander gemacht, seine Zähne ins Knie gesteckt und sich dort abgebrochen. Also es konnte doch was passieren, aber wir waren immer des Glaubens, dass da nichts passiert in dieser Schnitzelkugel. Und somit, was ich damit meine, so dem Prinzip der sukzessiven Approximation folgend, also der schrittweisen Herannäherung, begibt man sich dann an die Teile, auch die Flugteile, die gefährlich oder riskant aussehen und auch riskant sind natürlich, weil wenn man neben die Reckstange greift, dann fliegt man mit ziemlich viel G-Kräften an der Stange vorbei und knallt auf den Boden. Aber es ist eben hunderte, deswegen habe ich diese Langeweile provoziert, bis tausende Mal erprobt und eben deswegen... Also nicht den Zufall überlastend auch. Ja, würde ich... Das ist Profession. Ja, und deswegen, ich würde sagen, es ist für mich niemals diese Teile riskanter gewesen, als mit dem Auto vorher zum Wettkampf zu fahren. Also wenn man sich das ein bisschen vorstellen kann vielleicht. Ja, also doch professionell in dem Sinne, dass man zwar das Risiko kennt, aber man es so weit runterfährt, indem man trainiert und trainiert und es auf eine sichere Schiene führt, dass man es handeln kann, so könnte man es vielleicht beschreiben. Also das Turnen ein wichtiger Bestandteil ihrer Jugend und war vielleicht auch der Anlass, weil sie eben ein Könner waren, ein, ich sage jetzt mal, ein Kraftpaket, vielleicht ist das auch der falsche Begriff, aber so würde ich es mal beschreiben, ein Mann, der das auch ausüben konnte, der dann irgendwann auch mal gefragt wurde oder der selbst auf die Idee kam, das weiß ich nämlich an der Stelle nicht, diese komische Wette zu machen. Ja, bei Wetten, das. Sehr schön ausgedrückt. Also war meine erste Reaktion. Ja, ich habe damals, ich habe mir halt im Kunstturnen verdient man so nichts. Also selbst wenn man Nationalmannschaft turnt, kann man davon noch nicht leben, auch wenn man auf dem Weg dorthin mindestens 12-mal die Woche trainieren muss, so wie ich es auch zwischenzeitlich getan habe. Und also jetzt gar keine. Also habe ich halt nebenher als Akrobat und Artist gearbeitet. In Frankreich gerade speziell haben sich viel die Talentscouts vom Cirque du Soleil, wem das ein Begriff ist, umgeschaut. Das war lange so ein Berufsalternative, wie ich auch überlegt hatte. Und so habe ich während dem Studium und eigentlich immer so ein bisschen so Auftritte auch gehabt und irgendwann diese lustigen Gerätschaften zu einem Geburtstag schon wieder, so kurz ich 20. geschenkt bekommen. Ich glaube, es war der 8. oder der 20. Sind Sie sicher? Ich dachte, ich habe meinen 8. Wollen wir wetten? Ich dachte, ich war zu meinem 18. auf der Lateinfahrt in Rom, als ich zurück und dachte, meine Klasse... Sie meinen die Powerreiser? Ja, diese lustigen Sprungstiefel, das natürlich toll war als Turner. Wenn man Sprungstiefel, mit denen Sie richtig in die Luft kamen. Wir haben immer auf dem Trampolin getrainiert, also alle Flugteile hat man erst so auch mit Reckstange über dem Trampolin gespannt trainiert. Und das war dann so eine eigentlich ganz lustige Angelegenheit, ein Trampolin immer dabei zu haben. Okay. Und klar, als Turner ist dann halt ratzfatz das Erste, was man macht, ein Salto oder zwei oder ein paar Schrauben. Und dann hatte ich mit diesen Dingern, auch weil der Hauptvertriebsleiter Europas da schnell so einen Sponsorenvertrag gemacht hat, hatte ich damit so viele Auftritte, viele verschiedene, und hatte auch so eine Nummer. Und ein Stunt-Koordinator, den ich aus Hamburg kannte, weil derzeit habe ich in Hamburg gelebt, für den ich ab und zu Jobs angenommen hatte, der machte schon seit 20 Jahren diese Aktion, also alle Aktionswetten bei dieser Sendung. Er hat mich gefragt, willst du da nicht mitmachen? Und ich habe eigentlich ähnlich wie bei diesem Buch, habe ich erstmal abgesagt auch, weil ich genau das Gleiche gedacht hatte, aber ich will mich da bloß nicht zum Affen machen, bei so einer eher voyeuristischen Sendung vielleicht. Und zumal ich dann gerade frisch ein Schauspielstudium begonnen hatte, wie es dazu kam, ist ein ganz anderer, komischer Weg. Und dachte auch, das würde eher schaden, hätte mir mal eine Spielgenehmigung einholen sollen. Und dann hat er auch nochmal gefragt und nochmal und hat dann auch immer mit anderen Konzeptideen an mich herangetreten. Und dann
habe ich viele Freunde auch gefragt, ja, was meint ihr? Und viele meiner Freunde haben gesagt, ja, mach doch unbedingt, hast doch nichts zu verlieren, ist doch super. Habe damals war ich in der Gemeindearbeit aktiv und habe auch in der Gemeinde dort gefragt, hier gibt es dieses absolute Angebot, was meint ihr dazu? Und hatte leider nie so, von Anfang an nie so ein richtig gutes Bauchgefühl. Und die haben auch alle gesagt, die Leute, die ich da als weise empfunden habe oder die man so die Ältesten nennt, weiß nicht, ob das noch modern ist. Man versteht es. Und die haben auch gesagt, ja, unbedingt musst du das machen, wenn du vor über 10 Millionen Menschen was sagen darfst und vielleicht etwas von deinen Idealen erzählen darfst, musst du unbedingt machen, das ist eigentlich deine Pflicht. Und dann habe ich auch durchkalkuliert, muss ich ehrlich sagen, so überlegt, krass, von dieser Gage könnte ich mich voll und ganz auf mein Studium konzentrieren. Kommt man da eine gute Gage? Ja, also die Gage war so, dass ich durchkalkuliert habe und gedacht, okay, ich kann die Miete bis zum Ende des Studiums zahlen, ja. Ich kann mein Auto finanzieren, was ich mir noch in der Bundeswehrzeit angeschafft hatte. Ich kann auf jeden Fall auch, die haben mir vorher schon so ein Auto zugesichert und das kostet halt irgendwie über 20.000, 30.000, also wurscht. Auf jeden Fall hätte ich nicht während des Studiums, wie ich schon im angefangenen Studium, ständig zu irgendwelchen anderen Jobs, zu anderen akrobatischen Jobs jagen müssen. Das war so meine Alternative zum Kellnern und noch weiterreden, gut. Und habe dann das durchkalkuliert und dachte, ja, in Ordnung. Mein letzter Hoffnungsfunken war dann noch mein Professor und Studiengangsleiter, den ich gefragt habe, bei dem ich mir eine Spielgenehmigung einholen musste. Spielgenehmigung muss man an so Schauspiel- oder an Schauspielhochschulen dann einholen, wenn man sich so die ersten 3-4 Jahre nicht öffentlich zeigen darf, wenn man einen ach so elitären Ruf der Schule beschädigen könnte. Und auch der hat eigentlich nur gesagt, ja, mach das unbedingt, die Kohle brauchst du früh genug. Und das verspielt sich schon wieder. Nach 3-4 Wochen erinnert sich keiner an dein Gesicht. Blöd gelaufen. Und du kannst dann immer noch Schauspieler werden. Und ja, dann waren eigentlich alle vernünftigen Gründe abgewägt und dann hat irgendwie nichts mehr dagegen gesprochen, außer so ein blödes Gefühl. Aber ich wollte nicht so viel Wert auf Gefühle legen, sondern eher vernünftig sein. Vielleicht wäre ich heute weniger vernünftig. Und dann, so kam es dann dazu, dass ich dann zugesagt habe. Da haben sich leider die Umstände nochmal verändert. Aber da wollte ich auch zu meinem Wort halten und habe es dann natürlich durchgezogen. War zwar eine sichere Sache, 100.000 Mal geübt mit viel Videoanalyse und wann immer irgendwie so ein Autoreifen nicht 100% einen Zentimeter vor oder nach der da Markierung sich befunden hatte, habe ich das abgebrochen und irgendwas kann ich bis heute nicht erklären, was dann da schief gelaufen ist. Also habe das natürlich analysiert und gesehen, ich habe wirklich 100.000 Saltos gemacht und das oberste Gesetz eben an die Kunstturne, das weiß eigentlich jeder, man leitet die Rotation des Saltos erst ein, wenn man den Zenit der Flugkurve erreicht hat. Genau das, was ich tausend Male gemacht habe, habe ich da nicht gemacht. Keine Ahnung warum. Und das ging halt schief und deswegen hat mir das den Rollstuhl eingebrockt, obwohl ich jetzt hier so fälschlicherweise in so einem Sessel sitze. Aber habe ich damit Ihre Frage eigentlich beantwortet? Ja, ich finde schon. Ich denke schon. Ausführlich und gut verständlich. Diese komische Wette, warum Sie sie gemacht haben, das hat auch so finanziell gut getan. Das ist auch sehr gut verständlich. Und Aber es ging ja leider schief. Ja, das stimmt. Da haben Sie natürlich vollkommen recht, aber die Beweggründe dazu, die sind gut nachvollziehbar. Ja, Ihr erstes Buch, Herr Koch, heißt Zwei Leben. Bin ich nicht, ob das der Titel ist, den Sie haben wollten, aber er ist da und er beschreibt zwei Phasen Ihres Lebens. Die erste Phase bis zu diesem Unfall, wir haben ihn kurz angerissen, mehr im Detail muss auch aus meiner Sicht überhaupt nicht sein. Und dann kommt eine Phase Ihres Lebens bis zum heutigen Tag, wo sich das ein oder andere doch schon sehr stark verändert hat. Durch diesen Unfall sind Sie gelähmt. Stimmt das, dass Sie viermal das Genick gebrochen haben? Darf ich das so fragen? Also dreimal den ersten Halswirbel, den Atlas oder C1 auch genannt und einmal den siebten. Das ist ja unfassbar. Also und mit dieser... Blöd. Bitte? Bisschen blöd, ja. Ja. So nach diesem Unfall
und mit dieser ganzen Geschichte war nicht mehr, wie es vorher war, kann man das so sagen? Es gab eine Phase, die für Sie sehr, sehr unangenehm war, mehr als das, die an die Grenze des Machbaren führte. Bekommt man da das Gefühl, den Lebensmut komplett zu verlieren, dadurch, dass Sie so fragen, so deutlich? Gut, das sind 2,5 Teilfragen, die Sie mich gefragt haben, weil Sie gefragt haben, nichts war, ob nichts mehr so war wie früher. Ja. Da habe ich jetzt zuerst drüber nachgedacht. Weil natürlich war noch einiges. Ich war immer noch ich. Also ich war immer noch derselbe und hatte immer noch zum Glück dieselben Freunde und dieselbe Familie und bin auch wieder zurück in dasselbe Studium. Also es war einige Rand oder ja viele entscheidende Umstände waren noch so wie früher. Das ist auch, wie Sie richtig nachgelesen haben, ich glaube, ich habe es im Vorwort geschrieben, habe ich mich gleich gegen diesen Titel gewehrt. Zwei Leben, eben ein Titel, der meiner Meinung nach eben nicht so ganz so gut gepasst hat, weil es ist ein und dasselbe Leben, lediglich unter anderen Umständen. Aber ich musste halt einen besseren Titel liefern und das konnte ich irgendwie nicht. Oder ich fand meine Titelvorschläge schon irgendwie besser, aber der Verlag meinte wohl zu Recht, dass davon auch noch andere Leute abhängig sind, wie der Titel lautet. Und meine Titelvorschläge, was zu nennen, wer liest, lebt nicht oder wer das liest, ist doof. Sie kamen nicht so gut an. Mein Favoritentitel, das Buch zu nennen, Mein Krampf, fanden die vom Verlag auch nicht so verkaufsträchtig. Und deswegen heißt es jetzt Drei Leben. Und wie gesagt, es war schon ja, einige Umstände eben die gleichen. Also natürlich so Leute, die mir nahe standen oder auch nahe stehen, die haben schon gemerkt, okay, abgesehen von der physischen Leistungsfähigkeit, die ich eingebüßt habe, hätte ich stellenweise von Leute von außen betrachtet besser sagen, mein Lächeln verloren oder sowas. Ist auf jeden Fall, hat sich reduziert. Und wie war die zweite Teilfrage? Führt das Sie oder führt das einen Menschen, der so etwas erlebt, generell an die Grenze des Machbaren? Denkt man an eine Selbstaufgabe? Denken Sie oder dachten Sie an Selbstaufgabe? Gab es diese Momente? Also ich würde sagen, nie wirklich nachhaltig ernst gemeint. Wobei ernst gemeint ist der falsche Begriff. Nie mit vollem Bewusstsein und mit vollem Elan, dass ich das verfolgt hätte. Aber es gab, das muss ich fairerweise sagen, schon Momente, also jetzt haben wir diesen Halswirbel angesprochen, in dem ich durch diese gebrochenen Halswirbel, der oberste Halswirbel ist ja so ein Ring und wenn der dreimal gebrochen ist, dann sind das nur so Fragmente und der Schädel rutscht dann ab auf den zweiten Halswirbel, auf diesen Dents und da mit einhergehen ziemlich krasse Schmerzen auch bis heute, weil dann auch irgendwie diese Nerven, der Trigeminusnerv davon betroffen ist, sehr empfindlicher Nerv, der im Gesicht und ich bin mehrmals, um das abzukürzen, auch vor Schmerzen in Ohnmacht gefallen. Ich erinnere mich noch, wie ich auch in der Klinik zu Mama sagte, Mama, die Ärzte hier, die taugen nicht so bitte den Tierarzt, weil wenn Tiere so leiden, dann werden sie erlöst. Solches in so akuten Phasen von Schmerz, solche Momente hatte ich schon. Haben Sie gehadert? Sie haben eben erzählt von Gott. Sie haben Gott mehrfach erwähnt. Sie sind christlich engagiert, würde ich sagen, für sich selbst. So würde ich es mal formulieren. Haben Sie gehadert und hatten Sie vielleicht auch nur vorübergehend eine andere Einstellung zu Ihrem Glauben? Gute Frage. Also vielleicht gerade unter dem Vorzeichen oder dem Gesichtspunkt, was ich vorhin so erklärt hatte. Ich habe vorhin hier so die Gemeinde und die Ältesten der Gemeinde angesprochen, die mich maßgeblich mit motiviert haben, überhaupt diese Aktion durchzuführen und dann auch so für mich gesagt habe, okay, vielleicht kann daraus was Gutes entstehen, oder weil ich habe eigentlich meine größte Nervosität jetzt
springe ich selber wieder zurück zu diesem Unfallgeschehen, aber wo wir eigentlich nur so kurz drüber gehen wollten. Aber ich muss es doch nochmal vorholen, weil gerade weil ich mir meine größte Nervosität galt nicht dieser sportlichen Aktion, das war für mich täglich Brot, so, da hatte ich keine Bedenken, sondern meine größte Nervosität galt, was sage ich bloß vor über 10 Millionen Menschen und wie kann ich denn was Sinnvolles rüberbringen, wie kann ich vielleicht am Ende eine gute Botschaft senden oder so. Sprich, ich habe also diese ganze Aktion eigentlich so verantwortungsmäßig abgegeben und, wenn man das verstehen kann, unter einer Art höheren Dienst gestellt. Und gerade deshalb war ich natürlich schon sehr enttäuscht und ernüchtert. Und ich würde sagen, mein vielleicht etwas naives Glaubensbild, oder wie haben Sie es gerade genannt? Ja, Glaubensverständnis, war schon getrübt, zumindest das von so einem behütenden Gott vielleicht. Also mein Ritual, mein Maskottchen, wenn man so will, andere Turnkameraden hat versagt. Hatten immer so irgendwelche Maskottchen am Start oder haben sonst irgendwelche Münzen geküsst und mein Ritual vor jeder Übung, an jedem Wettkampf war immer so ein kurzes Stoßgebet nochmal loszulassen. Wie auch an diesem dann verheerenden Abend und das war dann schon traurig und da würde ich schon bestätigen, dass ich auch gehadert habe und das hat sich durchaus verändert und vieles hat sich für mich relativiert in meinem Glaubensbild und dann aber auch um zu einem Punkt zu kommen, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit wir eigentlich haben. Ich habe das unter Kontrolle. Sehr gut, wunderbar. Das ist gut. Das beruhigt mich. Trotzdem mache ich einen Punkt. Hat sich vieles relativiert und als ich dann eben auch Phasen hatte, die ich gerade schon gestreift hatte, weil alle meine Pläne, alle meine Pläne waren irgendwie an Bewegung gekoppelt, also sei es eben das Cirque du Soleil, sei es die Schauspielerei, die ich dann doch nur angefangen hatte, weil da auf dem Lehrplan verankert war, Reiten, Fechten, Tanzen, Steppen, Akrobatik, sei es ein Stipendium der State University of Illinois in Sacramento, wo ich als Kunstturntrainer hätte anfangen sollen. Bei der Bundeswehruniversität war ich eingetragen für Sportwissenschaften und Pädagogik und hätte Pilot werden sollen. Also alles irgendwie hatte mit Bewegung zu tun und so hatte ich überhaupt keinen Plan mehr, weil ich mich jetzt nicht mehr bewegen konnte und alles war irgendwie zerstört und ich hatte wirklich keinen Plan mehr und es wurden gerade so demütigende und ekelhafte Dinge mit mir gemacht. Und ich hatte zwar Familie und Freunde um mich, aber auch von denen habe ich mich irgendwie unverstanden und allein gelassen gefühlt, nur gefühlt natürlich. Und dann war es dann doch wieder für mich eine logische Konsequenz, an diesem Nullpunkt mich an einen Gott zu wenden. Manche nennen es Energie oder Universum oder Wissenschaftler nennen es intelligentes Design, ich nenne es eben Gott. Und wusste auch nicht, wohin sonst soll ich jetzt noch gehen. Und in diesem so Tiefpunkt war es dann für mich doch eine Art Netz oder doppelter Boden oder eine Art Schnitzelgrube, wie ich sie vorhin erklärt habe, und wo sich mein Glaubensbild dann nicht nur relativiert hat oder zurechtgerückt, wenn man so will, sondern auch intensiviert hat. Das kann ich verstehen. Intensiviert auf so eine Art und Weise, dass es für mich dann in diesem Punkt, wo ich manchmal nicht wusste, wo ich jetzt hingehe, was ich jetzt mache, auch zu einer lebenserhaltenden Maßnahme wurde. Und der Glaube, etwas ist, so würde ich es nicht in den Mund legen wollen, aber vermuten, dass Sie vielleicht so denken, dass das Leben ohne Glauben eigentlich sinnlos ist. Muss ich erstmal drüber nachdenken, ob ich das so sagen könnte, um auch alle einzuschließen, die nicht glauben, wobei ich auch glaube, dass Sie haben ja noch einen Glauben vielleicht. Dass diejenigen, die nichts glauben, auch nichts glauben. Also auch an nichts glauben. Auch eine Form von Glauben. Vielleicht haben sie sinnlos ins Spiel gebracht. Ich glaube, es ist extrem schwierig zu leben, wenn man dann nicht, also Sie hätten einen Grund gehabt zu sagen. Wenn man nicht an einen Sinn glaubt. Ja. Zumindest. Also wenn alles sinnlos erscheint, gut, dann
kann das Leben auch eine Riesensause sein und vielleicht auf eine andere Art und Weise Stellenwert bekommen, weil, oder andersrum gesagt, die Menschen, die an mehr glauben oder dass alles einem höheren Sinn unterliegt oder drüber liegt, wie auch immer, dass diejenigen ja eine ganz andere Perspektive auf das Leben natürlich haben. Ganz einfach gesprochen, wenn man denkt, dass das Leben auf dieser Erde nicht alles ist, dann betrachtet man das mit einer ganz anderen Perspektive natürlich. Was nicht heißen soll, dass das Leben dann weniger lebenswert ist, weil man trotzdem nur dieses eine hat und mit dem entscheidenden Ereignis des Todes ja dann auch wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Aber vielleicht führt das jetzt gerade zu weit. Ich habe das vermutet, dass wir in diesen Bereich gehen. Das habe ich vermutet. Hat der Tod für Sie noch einen Schrecken? Das Sterben schon, je nachdem wie das sich äußert, aber Tod würde ich sagen nicht. Ja. Wie war es in dieser Phase, in dieser schwierigen Phase Ihres Lebens, die ja doch schon eine lange Zeit zurückliegt und man muss ja auch schon fast sie hervorkramen, weil erstens sind viele Jahre vergangen und Sie haben eine Menge auch bewegt in den letzten und auch getan in den letzten Jahren, was Sie in Ihrer Persönlichkeit nach außen in einer anderen Weise auch trägt. Die Reaktionen waren etwas, die mich auf der einen Seite emotional gepackt haben. Sie haben davon gesprochen, zu Beginn von diesen vielen tausend E-Mails und Briefen, dieses Zeichen der Nächstenliebe unter der Menschheit insgesamt. Aber es gab nicht nur diese Reaktion, es gab auch diese Reaktion von Menschen, das Gegenteil von Menschen, die eben mit Neid und Missgunst reagiert haben und die überhaupt nichts Positives im Sinn hatten und kein positives Gefühl hatten um den Samuel Koch herum. Wissen Sie, was ich meine? Ja, klar, sehr wohl. Ja. Ja. Aber ist auch ganz menschlich, glaube ich. Also, ja? Habe ich auch Verständnis. Also, was Sie jetzt erzählt haben, Neid und Missgunst, ist ja extrem menschlich. Aber bei jemandem, der so... sind auch Kriege führen menschlich, weil das machen wir auch schon immer, ohne Unterlass, seit es die Erde gibt. Kann man gut finden oder auch nicht. Aber klar, gab es auch... Musste man damit klarkommen? Gibt es auch viele Menschen, die nicht nur schöne Dinge schreiben. Ja. Ja, haben Sie gefragt, muss man damit klarkommen? Versuchen klarzukommen? Ja, das muss man mindestens versuchen. Ja, also kann ich auch gut nachvollziehen, die Beweggründe verschiedener Menschen. Ich weiß nicht, jetzt haben Sie da die Bücher liegen. Ich hab... Wollen Sie was nachblättern? Nein. Ja, ich muss mal im eigenen Gedächtnis auf die Sprünge helfen, aber ich weiß nicht, ob das immer so plastisch greifbar ist, wenn man so eine Theorie abhandelt. Ich habe tatsächlich in diesem blauen Buch, habe ich mal eines, habe ich ja zu dieser Rolle vorwärts. Ja, Zuschriften abgedruckt, aber ich wüsste jetzt gar nicht genau die Seite. Ich weiß nicht, ob ich Leute da habe, die das wissen könnten, aber führt vielleicht zu weit, vielleicht fällt es mir. Vielleicht können wir in der nächsten Musikpause nachlesen und blättern. Vielleicht können wir die Frage aufschieben, weil da habe ich schon mal vorformuliert, wie ich dann meistens versuche zu reagieren. Das ist ja, glaube ich, interessant. Weil mir geht das schon manchmal ein bisschen nah, aber ich versuche das trotzdem von mir fernzuhalten, wenn da so ungute Dinge kommen. Aber ich kann auch sehr gut verstehen, wenn jemand sagt, ich kann mit dem nichts anfangen und der geht mir auf den Keks und diese Hack. Oder wenn dieses Gesicht ständig irgendwie in den Medien präsent ist. Ich habe selbst gesagt, nach diesem ersten Buch, so, jetzt habe ich alles gesagt, jetzt habe ich alle Fragen beantwortet, jetzt will ich nichts mehr mit Medien und Öffentlichkeit zu tun haben. Das geht mir selber auf den Keks. Es gab dann verschiedene Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass ich gemerkt habe, oh, ich kann doch zu was nützlich sein und ich kann doch hilfreich sein und ich kann doch noch was Gutes tun. Und die Anfragen sind bis heute nicht abgerissen. So dass ich mich dann entschlossen habe, ja, wann immer es noch irgendwo produktiv ist, ziehe ich mich dann doch ganz zurück und davon halten mich mal mehr, mal weniger dann so ungute oder unschöne Rückmeldungen ab. In dieser Phase in der Schweiz, in dieser
Klinik für Paraplegiker. Sie sind Tetraplegiker, das musste ich erst mal lernen, ein Begriff, den man auch ein paar Mal aussprechen muss, bis man es auch dann vielleicht kann. Es hängt von der Höhe der Lähmung ab, ist das korrekt? Ja, Para bezieht sich auf zwei Extremitäten. Ja. Und Tetra auf vier. Okay. Ja, und in jedem Falle, was für mich auch nicht faszinierend, sondern erschreckend, so muss ich sagen, war die Rolle der Journalisten. Herr Koch, weil ich selbst jemand bin, der mit sehr viel mit Medien in den letzten 20, 30 Jahren zu tun hatte und meine eigene Geschichte, meine eigenen Gedanken zu diesem Thema habe, frage ich Sie, was denken Sie heute, was damals so geschah rund um Sie, auch in dieser Klinik, im Zusammenhang mit diesen Journalisten, die alles daran setzen, um ihre Geschichte zu bekommen und überhaupt nicht an die Person denken, um die es letztendlich geht? Ja, das würde ich jetzt niemandem unterstellen. Ich schon. Sie schon. Sie machen ja, die machen ja auch nur ihren Job. Und es war tatsächlich meine erste Frage, dann kann ich ja kurz ausplaudern. Hat mich auch interessiert, aber auch ich ganz voyeur vorher noch hinter verschlossenen Vorhang, dass ich gefragt hätte, wurden Sie mal bestochen in Ihrer Zeit als Schiedsrichter? Ja, wir machen dazu den nächsten Sondersendung. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Und zwar. Die Journalisten, die Rolle der Journalisten, ja, in der Klinik. Ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich wenig mitbekommen. Wie gesagt, ich war ein bisschen schwer verletzt und wurde ziemlich abgeschossen mit Medikamenten und anderen Drogen. Und war immer lange sehr benebelt und habe überhaupt gar nichts mitbekommen, was so draußen. Und das hat man auch natürlich bedingt durch die Rolle der Journalisten, weil für mich schien ständig irgendwie Nacht zu sein. Ich habe überhaupt nichts kapiert. Mein Kopf wurde so eingespannt in so eine Schraubstockkonstruktion mit so vier Schrauben, die mir in die Schädeldecke geschraubt wurden. Und der hat an meinem Schädel gezogen. Das heißt, ich konnte gar nicht an mir runtergucken und konnte auch nichts spüren und auch nichts bewegen. Und es schien ständig Nacht zu sein, weil die Fenster abgedunkelt wurden, weil Fotografen versucht hatten, von außen herein zu knipsen und weil nur fremde Leute um mich waren, die umgeben, die meist Kittel und Mundschutz hatten und mich dann, um meine Verwirrung perfekt zu machen, auch noch Simon Schmitz nannten. Es war sehr verwirrend, aber auch das war die Ursache, weil sich Journalisten versucht hatten, Zugang zu verschaffen ins Datensystem der schon Universitätsklinik in Düsseldorf. Deswegen musste mein Name geändert werden und deswegen war ich so total, hatte ich das Gefühl, ich bin im falschen Film, im wahrsten Sinne des Wortes, komischen Science-Fiction. Film und war überall eigentlich dann später auch in der Reha-Klinik in der Schweiz auf komischen Stützstrümpfen, auf meinem Bett, auf den Tablettenkästchen, überall stand zu lesen Simon Schmitz. Also irgendwann nach einem halben Jahr kam mal ein Arzt und fragte dann, sollen wir Sie eigentlich Herr Schmitz oder Herr Koch nennen? Ich sagte, hey, natürlich Herr Koch. Und ja, das war so das Einzige, was bei mir ankam, an Journalisten, sonst war ich eigentlich ziemlich gut abgeschottet gewesen, sowohl mit Pseudonym als auch abgedunkelt. Aber viel mehr kann ich darüber gar nicht sagen. Ich glaube, das habe ich alles im Nachhinein dann erst erfahren, als ich mir erst im Nachhinein erschlossen, was dann da wirklich los war, als meine Geschwister irgendwie dann auch von Begleitschutz in die Schule bekamen, weil die ausgefragt wurden und so. Das war dann aber alles sehr viel später. Also in der Akutphase war ich sehr behütet, wenn auch sehr verwirrt. Ja. Ich habe gesagt, es hat sich verändert. Sie haben eben ein Stück weit auch die Würde angesprochen, die vielleicht auch angetastet wird. Stumpft man in dieser Richtung ein Stück weit ab? Lernt man damit zu leben? Geht man anders damit um? Wie muss man sich das vorstellen? Das ist etwas, glaube ich, wo wir Menschen, die eben die Bewegung noch zu 100% haben, darüber nachdenken, wie ist das, wenn man nicht mehr selbst alles macht, sondern wenn im Prinzip man ständig Hilfe braucht, ist auch der Begriff oder das Thema Hilfe bekommt eine ganz andere Dimension. Ich
Vielleicht ist die Frage zu unverständlich. Ich hoffe, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Ich hoffe auch, dass ich weiß, worauf Sie hinaus wollen. Also, natürlich steht Grundgesetz ganz vorne, zu Recht. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dennoch, Sie haben sie schon wieder gut recherchiert, war ich zwischenzeitlich der Meinung, Blödsinn. Die Würde des Menschen ist ja wohl antastbar. Und viele Dinge, die mit mir auch gemacht worden waren, ich störe mich bis heute, ob dem Metall, diesem riesen Titanklotz, der um den siebten Halswirbel gebaut wurde, diesen Käfig, hat mich keiner gefragt. Aber ich war auch nicht in der Lage zu antworten, war also alles gut. Man weiß nicht, was passiert wäre, wenn er nicht eingebaut wurde, wobei, das führt jetzt leider vielleicht zu weit, wobei sich die Schweizer Ärzte einig sind, dass hätte man nicht verschiedene Eingriffe in Deutschland gemacht, wäre ich jetzt nicht gelähmt. Die Lähmung kam erst einige Tage nach dem Trauma, erst weil scheinbar irgendwelche Fehler unterlaufen sind. Ja, da will ich gar nicht zu weit in der Vergangenheit rühren, das bringt doch nichts. Aber trotzdem war ich zwischenzeitlich der Meinung, das ist nicht würdevoll, was hier so passiert. Und bin auch heute noch der Meinung, dass was so manchmal in Krankenhäusern oder anderen klinischen, medizinischen Einrichtungen passiert, ist nicht würdevoll, aber auch einfach dem Fakt zu verschulden, dass wir unter einem akuten Pflegenotstand leiden und Menschen fern ihrer Würde behandelt werden. Dann aber wiederum muss man auch die Frage stellen, was ist überhaupt Würde? Ja. Und mittlerweile bin ich, glaube ich, etwas weiter, beziehungsweise ich kann, glaube ich, ja, ich darf das schon sagen, glaube ich, glücklicherweise, jetzt kommt schlechte Schleichwerbung, also hören Sie weg, wenn Sie das nicht hören wollen, aber jetzt bin ich gerade an einem weiteren Buchprojekt, das heißt, ich bin eigentlich schon fertig, es kommt am 18. Januar raus, aber gut, fertig mit Schleichwerbung, Entschuldigung, mit Unterstützung von einem spannenden Menschen, nämlich dem Hirnforscher Professor Gerald Hüther. Ich weiß nicht, ob den schon mal jemand gehört hat, der auch ein Buch geschrieben hat über genau dieses Thema. Das Buch heißt Würde. Und wenn ich es auf den Punkt bringen will, sagt er, man kann sich seiner Würde nur antasten lassen, wenn man sich seiner Würde nicht bewusst ist. Sprich, oder der Umkehrschluss, wenn man sich seiner Würde bewusst hat oder bewusst ist, kann auch niemand von außen die Würde antasten. Ich finde es ein bisschen schwierig, also weil es kann ich auch keinem, habe ich auch zu ihm gesagt, also ich habe in diesem Buchprojekt, hier geht es eigentlich um das Thema Resilienz, also der psychischen Widerstandsfähigkeit, wo ich ihn viel gefragt habe und Unterstützung gebeten habe. Er hat auch das Vorwort geschrieben. Jetzt war genug der Schleichwerbung. Aber das Buch wird Steh auf, Mensch heißen und er hat einige gute Dinge ergänzt oder mir erklärt oder eben aus wissenschaftlicher Sicht das Thema der Resilienz beleuchtet und eben, finde ich, ja, in gewissen Punkten zu Recht gesagt, ja, keiner kann deine Würde antasten, wenn du dich deiner Würde im Kern bewusst bist. Und was ich eben auch zu ihm gesagt habe, ist, dass ich es schwierig finde, Menschen, die ihrem Dreck liegen gelassen werden, weil kein Pfleger da ist, ihnen zu sagen, ja, du kannst nicht entwürdigt werden, wenn du dich deiner Würde bewusst bist, oder wenn das zu einem missbrauchten Mädchen oder einer vergewaltigten Frau zu sagen, finde ich auch sehr grenzwertig, aber ich finde auch im Kern, im Grunde ist auch viel Wahres dran, aber ich kann es, glaube ich, nicht so auf einen Punkt kurz zusammengefasst bringen, was er in einem ganzen Buch geschrieben hat. Ja, das ist aber über das Thema Würde. Das ist noch sehr gut zu verstehen. Dann komme ich mal von einer anderen Seite, das Thema Hilfe. Mussten Sie neu lernen, Hilfe anzunehmen? Ich meine, Hilfe braucht man eigentlich ein ganzes Leben, jeder von uns, aber Sie auf eine ganz spezielle Weise, von morgens bis morgens, so würde ich sagen. 24 Stunden, zumindest bis dato oder in den ersten Jahren, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber war das schwierig? Ja, es war schwierig und ist auch ja schwierig bis heute. Also kann man sich, weiß nicht, ob man da viel Vorstellungskraft braucht, das ist immer sonst relativ spontan. Und ich versuche immer noch spontan zu sein, aber sonst sehr unabhängig von anderen Menschen unterwegs ist und plötzlich sehr abhängig ja von anderen Menschen ist.
ich habe so einen furchtbaren Ausweis, so einen Behindertenausweis, da ist so ein H, das steht für hilflos. Finde ich ein bisschen falsch im Begriff, weil ich bin im Grunde nicht hilflos, glücklicherweise nicht hilflos, sondern auf Hilfe angewiesen. Das ist schon ein Unterschied. Und hätte das natürlich gerne anders. Und wenn für mich früher Freiheit bedeutet hat, ich schnappe mir ein Surfbrett und gehe ins Auto und fahre in den Atlantik und gehe zum Surfen oder schnapp das Snowboard und fahre in den Alpengletscher und gehe snowboarden und das für mich früher Freiheit war, dann habe ich in dem Punkt zumindest nicht mehr diese physische Freiheit. Aber mir hat auch irgendwann dann an einem gewissen Punkt auch, würde ich sagen, während meiner Rehabilitation, und das ist auch nicht wirklich ein Punkt, sondern ein Prozess, der bis heute andauert und immer wieder von morgens bis morgens stattfindet, geholfen festzustellen, was Sie eigentlich gerade schon schön gesagt haben, dass wir irgendwie alle auch auf Hilfe angewiesen sind. Für wen und mit wem würde sich sonst zu leben lohnen, außer mit und für andere Menschen. Und ich auch oder jeder hier Sitzende abhängig ist von, im plumpesten Fall, von den Witterungen oder von den Wetterverhältnissen oder vom Arbeitgeber oder auch von den Arbeitnehmern oder von eben dem Job oder von der Familie, in die man hineingeboren wird oder von der Gesellschaftsschicht oder von dem Land und allerspätestens ist man abhängig von der eigenen spezifischen DNA und irgendwie so diese Erkenntnis auch der Abhängigkeit oder Abhängigkeit ist immer so ein negativ konnotierter Begriff, ich sage mal der Verbundenheit mit anderen Menschen oder der Verbundenheit mit Umständen, diese Erkenntnis, auch wenn es vielleicht paradox klingt, hat mich irgendwie wiederum frei gemacht oder lässt mich zumindest freier denken, auch wenn ich jetzt physisch vielleicht nicht freier bin. Vielleicht ist es auch einfacher, als sozial eingestellter Mensch Hilfe zu geben. Es ist dann schwieriger, auch gerade für solche Menschen, meine ich, dann plötzlich Hilfe auch anzunehmen. Ist eine Theorie, vielleicht sollte man vielleicht auch darüber mal nachdenken, aber ich kann sehr gut verstehen, dass dieser Bereich der Hilfe auch etwas sehr Spezielles ist. Und zum Schluss dieses zweiten Teiles würde ich gerne den Rollstuhl ansprechen, in dem man Sie ja dann auch, mit dem Sie ja auch leben lernen mussten und der Ihre Perspektive insgesamt auf das Leben, im Leben stehend, sitzend verändert hat. Kann man das so sagen? Können Sie damit was anfangen? Der Rollstuhl hat Ihre Perspektive dergestalt aus meiner Sicht verändert, dass Menschen, Ihnen, die Ihnen gegenüberstehen, mehr von oben herab Ihnen begegnen, als wenn sie mit Ihnen auf Augenhöhe sind. Ist das auch ein Problem, neben all den Schwierigkeiten eines Rollstuhlfahrers in der heutigen Zeit? Ja, jetzt komme ich der Sache näher. Was Sie meinen? Also, das ist spannend, also muss ich kurz einräumen. Ich habe gerade vorhin noch gefragt, kurz bevor es losging, ob ich jetzt, falls ich ja diesen Test schon gerichtet habe, und ich sie gefragt, soll ich im Rollstuhl sitzen oder nee, sie hat ihn gerichtet und ich habe gefragt, ich kann im Rollstuhl sitzen bleiben, macht nichts und sie dann aber bewusst gesagt hat, nee, kommen Sie ruhig in den Sessel drin, sind wir eben auf Augenhöhe. Hat mich sehr gefreut, deswegen sitze ich jetzt hier auf Augenhöhe und es ist tatsächlich so, das ist mir schon früh in der Klinik auch aufgefallen, dass man allein durch die Logistik, wenn jemand etwas tiefer sitzt, man gern auch im metamorphorischen Sinn über ihn hinweg spricht. Das meine ich. Und es ist mir tatsächlich auch oft noch passiert, dass wenn ich mit einem Assistenten unterwegs bin und der steht rechts von mir und jemand spricht uns an und der steht links von mir und über mich hinweg fragt, wie geht es ihm? Oder das ist keine Seltenheit und ich glaube, das ist auch nicht böse gemeint. Oder nein. Ist er das? Ist das derjenige? Und ist dann so in der dritten Person über einen gesprochen wird, das ist kein Ausnahmefall. Und klar, neben all diesen logistischen Schwierigkeiten, die aber alle zunehmend händelbar sind, aber nach wie vor auch existieren, also heute Nacht. Ich bleibe nicht hier im Hotel, oder? Nee. Nee. Ich fahre mir heim. Aber ich war mir gerade nicht sicher.
aber kommt es oft vor, dass ich auch in Hotels anfrage oder Voraus anfrage, sind sie barrierefrei und es ist Winter, mir ist kalt, haben sie auch eine barrierefreie Sauna und alles wird bestätigt, ja, das Badezimmer ist barrierefrei, das Zimmer ist barrierefrei, sogar der Wellnessbereich ist barrierefrei, dann komme ich dann nachts oder nach einer Veranstaltung abends an und es gibt erstmal 3 Stufen und ich komme nicht rein, auch kein Hintereingang, die wurden abgebaut, weil der gute technische Überwachungsverein, also der TÜV in allen Ehren, die Rampe abbauen ließ, weil sie nicht den TÜV-gerechten Auffahrtswinkel besitzt. Solche Schwierigkeiten gibt es immer wieder und auch leider nicht zu knapp. Aber das ist das eine, da bin ich dann gerne auf Reisen in Afrika zum Beispiel, wo alle anpacken, mir kommt es jetzt auch gerade an neuer Wirkungsstätte immer wieder entgegen, dass Leute sagen, ah, nein, ich darf Ihnen nicht beim Übersetzen helfen, weil ich bin nicht versichert, ich darf Sie nicht anfassen. An Flughäfen begegnen wir dem immer wieder, wo es heißt, nein, ich darf auch nicht einen Rollstuhl schieben, ich bin dafür nicht versichert und auch nicht ausgebildet. Das sind immer so Unwägbarkeiten, aber wie gesagt, eher logistischer, wobei das schon eher manchmal so zwischenmenschliche Dinge sind, wo ich mich frage, schade, dass in Deutschland oftmals es heißt, Vorschrift statt Fortschritt und der Mensch oft hinten runterfällt und ich zumindest dann wünschenswert finde, dass der Mensch im Vordergrund stünde, aber verstehe natürlich auch die Bedenken und jetzt bin ich aber abgeschweift, habe ich dann nämlich ein bisschen erfreut, sind wir immer noch beim Rollstuhl, das sind alles Dinge, die der Rollstuhl so also mit sich bringt und ich muss dazu natürlich auch einräumen, jetzt ist da mein auch mehr oder weniger mit meinem oder gegen meinen Willen mein Gesicht, also fett abgedruckt worden, was zum Vorteil hat, dass mir das weniger oft passiert, weil die Leute mein Gesicht mehr oder weniger freiwillig schon mal kennen und ich mich schon mal äußern durfte und trotzdem kommt es vor, dass mir sich auch meist ältere Damen zu mir runterbeugen, die Wangen kneifen und ich auch gefragt werde, können Sie die Worte verstehen, die meinen Mund verlassen, weil durch den Rollstuhl von einer körperlichen Behinderung oft auch eine geistige Behinderung geschlossen wird und das passiert mir und wie viel öfter passiert das Leuten, deren Gesicht nicht irgendwie auf Büchern abgedruckt wurde. Also da gibt es glaube ich schon noch Defizite und Barrieren, die nicht nur logistisch, sondern glaube ich, es vor allem auch in den Köpfen der Menschen abzubauen gilt. Jede Medaille hat 2 Seiten, hat mir mal meine Großmutter gesagt und irgendwie ist da auch wiederum was dran. Diese 2. Seite haben wir schon ein bisschen auch aufgerissen. Der Blick nach vorne, Sie sind ein ehrgeiziger Mann, wenn ich das so einfach so sagen darf, der Fortschritte haben will. Sie sind deutlich erkennbar, wie ich Ihnen gerade auch schon gesagt habe. Für Sie geht es vielleicht nicht weit genug, aber jetzt, Sie haben Ihr Schauspielstudium beendet. Konnten Sie das überhaupt nach all diesen Momenten und Monaten realisieren, dass es möglich ist, dieses Schauspielstudium wieder aufzunehmen und auch abzuschließen? Da mussten Sie doch auch einen gewissen Zweifel haben zunächst einmal. Den hätte ich auch. Ja, voll. Also, das kam ja zunächst eigentlich erst das Naivste oder Dämlichste vor, was man machen kann in meinem Zustand, ein Schauspielstudium fortzuführen, zumal ich es eigentlich mal angetreten hatte, weil eben es auch eine Ausbildung ist in Stimme, Geist und Körper und man ziemlich aufwendige Bewegungstests auch machen muss. Ich weiß nicht, wer sich mal beworben hat auf einer Schauspielschule, zumindest einer staatlichen. Das sind so, bewerben sich im Schnitt zwischen 800 und 1500 Leute und kommen immer nur so 8 bis 10 in die Klasse, auch wenn man so viele Tests durchläuft. Und ich habe dann war eigentlich nicht mein Plan. Ich habe neulich sogar, wurde mir ein Interview provokativ von mir vorgehalten, in dem ich wohl gesagt habe, offensichtlich gesagt habe, also ich sehe mich ganz und gar nicht im Rollstuhl exhibitionistisch auf der Bühne rumrollen. Ganz dazu ist es jetzt gekommen. Also hat einiges an Entwicklung stattgefunden. Ich muss selber überlegen, wie es dazu kommen konnte. Ich habe damals. Haben Sie überlegt, gibt es eigentlich Rollen genug für mich als Rollstuhlfahrer? Also, weit habe ich
nie gedacht, das war wirklich nie meine Absicht, oder ich hätte nicht gedacht, dass das so weit gehen konnte. Für mich war erstmal, es kamen verschiedene Punkte zusammen. Ich hatte einen tollen Professor, der schon zu mir in die Klinik kam und immer daran geglaubt hat, dass ich zurückkam und hat gesagt, wir haben dich nicht wegen deinem Körper engagiert, auch wenn du es denkst, sondern wegen vielen anderen Punkten. Und da hatte ich gerade zum ersten Mal saß, ich sind wir wieder im Thema leider, im Rollstuhl, hatte noch eine Halskrause an, dann ist er mit mir auf die Klinik-Aula-Bühne gegangen, hat mit mir Dylan Thomas-Texte durchgeprügelt und hat mich genau wie früher angeschrien und angeschnauzt, wenn ich falsch rezitiert habe. Und ich wusste dann auch nicht so, wohin. Für mich stand nur fest, ich gehe nicht zurück irgendwie zu meinen Eltern. Da habe ich mir irgendwie 18, 19 Jahre meine Unabhängigkeit erkämpft. Und das wäre für mich ein Rückschritt gewesen. Und habe mich eigentlich in diesem Schauspielstudium bei all der Selbstorientierung, die ich zuvor durchgemacht hatte, USA, Pilot, Fliegerdienst, Offiziersanwärter, Akrobat, Schnickschnack, zum ersten Mal angekommen gefühlt. Und irgendwie bildet sich dann in so einer Klasse oder so ein Klassengefüge von 10 Studierenden ziemlich schnell so ein enges Familiengefühl, kann man fast sagen, wenn man von morgens 10 bis abends 10 zusammen studiert, auch deshalb glaube ich das teuerste Studium nach Medizin. Und da habe ich gedacht, okay, da gehe ich erstmal in ein Umfeld zurück, was mir lieb ist, und auch meine Klasse, diese anderen Kommilitonen haben gesagt, du kommst zurück, keine Frage. Und ich habe dann nebenher zunächst mal noch das IJK, das Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung, besucht und dort Vorlesungen besucht, also eher so theoretische Inhalte wie auch Theaterwissenschaft und Theaterpädagogik und so weiter. Und ziemlich schnell hatte ich dafür aber auch gar keine Zeit mehr, weil, muss auch erwähnen, es gab natürlich auch viel Gegenwind, also auch einige Professoren an der Hochschule, die gesagt haben, also wir arbeiten hier bitte nur professionell, also nicht mit Behinderten, die haben nichts verloren, aber eben auch Professoren, die mich beflügelt haben und gesagt haben, du kommst zurück und wir machen das, wir glauben an deinen reichen Fantasieschatz und an deine Kreativität. Zwei Stichworte, die glaube ich maßgeblich sind, weil ohne Kreativität und ohne viel Fantasie wäre daraus nichts geworden. Und so haben wir viel an Texten gearbeitet und viel an der psychologischen und intellektuellen Durchdringung von komplexen Texten, und ich konnte dann so teilweise den Körperstimmbildungsunterricht mitmachen und dann zwar nicht mehr den Akrobatikunterricht teilnehmen, aber dann später auch leiten und mitorganisieren, war natürlich auch eine schmerzhafte Konfrontation mit all meinen Defiziten, aber ich glaube, so rückwirkend auch eine radikale oder durch die Radikalität der Konfrontation auch eine gesunde und fortschrittbringende Konfrontation, weil ich mich auch darauf konzentrieren musste oder nicht mehr darauf konzentriert habe, was kann ich jetzt alles nicht mehr, sondern darauf konzentrieren musste, was kann ich, also das Gegenteil, auf die Profizite konzentrieren musste. Und dann haben wir für ein Studienprojekt, das war damals Anton Tschechows Drei Schwestern, wo man mir diesen Brahma-basierenden Militärarzt-Veteran zugeschrieben hatte, der dem Alkoholgenuss sehr nahe stand und eben Veteran war und großen Frust in sich trug. Und da haben wir 4 Wochen Tischproben gemacht, was sehr harmonisch und gut war, weil ich mit allen gleichwertig am Tisch saß und wir diesen Text durchgegangen sind, Tschechows Text. Und dann ging es auf die Bühne, wo ich große Sorge auch vor hatte. Ja. Und wir waren dann mit diesem Stück um das vielleicht abzukürzen, was ich mir selber nie erträumt hätte oder nicht mir vorstellen konnte, aber ich habe halt immer irgendwie, das war so ein Temperament von Kunstturnen angezüchtet, einfach mich 100% reinhänge und irgendwie mein Bestes geben und alles versuche. Und mit dem Stück waren wir dann später auch im internationalen Theatertreffen deutschsprachiger Schauspielschulen und haben damit einen Preis gewonnen, und die Leute, die mich auch nicht kannten, die genau hingeguckt haben, oder auch die genau hingeguckt haben und gefragt haben, was machen die jetzt mit dem Koch, und die mich eben nicht kannten, fanden es grandios, diesen Militärarzt-Veteran in den Rollstuhl zu setzen, und fanden es irgendwie einen genialen Schachzug, und irgendwie hat sich das so dann ergeben. Und beim nächsten Stück, wo es um Bambiland von Elfriede Jelinek um die Golfkriege ging, hat es irgendwie auch gepasst, dann war der Rollstuhl dann mal so ein Panzer im Golfkrieg und auch wieder ein Hilfsmittel für den
wieder Veteran. Und so kam ich dann in mein erstes Engagement, habe in meinen Absolventenvorsprechen abgelegt und habe Diplomarbeit geschrieben und tatsächlich als erster Rollstuhlfahrer so ein Diplom ablegen dürfen. Er hat mir bei unserem Vorgespräch gesagt, er gibt mir einfach irgendwelche einen Schubs und ich soll dann einfach labern oder erzählen. Das hat, glaube ich, sehr gut funktioniert. Sie bremsen mich einfach immer wieder, wenn ich von der Antwort abrücken, und so kam irgendwie eins zum anderen. Wie war die Ausgangsfrage? Dieses Schauspielstudium, was Sie dann abgeschlossen haben, hat Sie letztendlich wissen lassen und merken lassen, dass die Rollen nicht auf Sie zugeschnitten werden, sondern dass Sie aufgrund Ihrer Qualität besetzt wurden. So, das ist das Ergebnis aus dem, was ich bei Ihnen heraushöre. Und Sie haben eine Festanstellung zunächst in Darmstadt erhalten, am Staatstheater in Darmstadt, und sind jetzt gewechselt nach Mannheim zum Nationaltheater. Zeigt das, dass Sie weiterhin in Ihrem Ehrgeiz nicht loslassen, keine, wie auch immer geachteten Grenzen akzeptieren, sondern Ihren Weg weitergehen, kostet es, was es wolle. Ich übertreibe vielleicht ein bisschen, aber Sie wissen, was ich meine. Ja, sowohl als auch. Also ich würde nicht sagen, dass ich so weiter gestrampelt habe, kostet, was es wolle, sondern schon auch einen ganz anderen und neuen Zugang zu dieser Schauspielerei gefunden habe. Eben nämlich nicht mehr nur dieses körperliche. Ich hatte immer gedacht, das haben mir dann eben andere Dozenten anders rückgemeldet, ich habe beim Vorsprechen immer so ein, von Mark Becker aus dem Terrorprogramm, ein seltsamer Tag im Leben des Kapitalisten Franz Pinsel, das war meine Vorsprechrolle, wo ich so einen Schizophrenen gespielt habe, der sich selbst entführt und der sich halt an die Wand klatscht und in dem zwei Körper gegeneinander wüten, und davon waren die Professoren und Dozenten immer so überzeugt, das wollten sie in jeder Runde wiedersehen, und dachte immer, das wäre mein Kapital. Aber habe dann eben so die essentiellen Reize des Schauspiels wiederentdeckt im Studium. Kommilitonen haben mir das auch dargelegt. Also du kannst immer noch Emotionen transportieren. Darum geht es ja eigentlich im Theater auch. Und Menschen von der Bühne auf die Drehbühne zum Lachen, Weinen oder zumindest zum Nachdenken anregen. Also die Essenz des Schauspiels ist dir noch geblieben, auch in deinem Zustand. Das durfte ich immer mehr erfahren. Und dann auch im ersten Engagement, ich war ganz klassisch, dann im Staatstheater Darmstadt vorsprechen, ganz gut renommiertes Haus, und habe da verschiedene Rollen gezeigt, und die haben mich dann so behauptet, auch die Intendanz und der damalige Schauspieldirektor, mich, wie Sie gesagt haben, aufgrund dessen engagiert, was sie da gesehen haben. Und dann gab es schon, war es so eine Mischung aus zugeschneiderten Rollen. Also meine erste große Rolle war von Heinrich von Kleist, Prinz von Homburg, die erste Hälfte, sag ich mal, auf dem Hohen Ross saß, bis dann Prinz von Homburg von dem Hohen Ross runtergeholt wird, bis er erkennt, seine Schuld erkennt und dann zu seiner eigenen Autonomie wieder gelangt. Das führt zu weit, und habe dann da verschiedenste Rollen, ich glaube mittlerweile 15 Stücke in Darmstadt gemacht, 3 laufen gerade aktuell immer noch weiter, nächste Woche spiele ich wieder Faust. Vorgestern war 80 Tage um die Welt. Gestern? Gestern war Judas in Mannheim. Morgen ist das Weiße Band in Darmstadt. Und so, was ist los in Ihrem Leben? Bitte? Es ist was los in Ihrem Leben. Ja, in der Tat, glücklicherweise. Hätte ich nie gedacht. Also hätte ich anfangs, wie ich vorhin noch gesagt habe, es gibt wohl nichts Naiveres und Dümmeres in meinem Zustand, ein Schauspielstudium zu machen, so denke ich jetzt. Rückwirkend konnte ich irgendwie wohl nichts Besseres machen, weil in welchem Beruf sonst kann man nur mit seinen Gedanken und der Stimme arbeiten. Und ja, so haben wir verschiedene spannende Rollen. Gerade ist leider Ruf der Wildnis abgespielt worden. Ein Stück, in dem ich als Ötzi, das Stück heißt Ruf der Wildnis, Stimme des Kapitals, als Untertitel, ich durfte die Stimme des Kapitals spielen, also die Leiche im Keller. Leiche kann ich super gut. Eine meiner Kernkompetenzen. Die verschiedenen Texte, die eben so Leichen sprechen. Also war ich da hatten wir verschiedene Texte über, von natürlich den guten, wie heißt der gute Nietzsche, über verschiedene andere Texte. Das ist eigentlich die Romanvorlage von
Jack London gewesen, wo ich die Leiche im Keller der Menschen war und später auch die Leiche als Ötzi, die im Eisberg eingefroren ist, der in den amerikanischen Salon bricht als Protest des Klimawandels und später dann auch kopfüber an der Decke hänge, weil die Leichen im Goldrausch nun mal immer hochgehangen wurden, damit die wilden Tiere nicht dran gingen, wo ich dann da von dort aus über Kopf den Schlussmonolog halten darf. Und so gab es irgendwie verschiedenste Rollen, wie jetzt eben im Faust, in dem wir in der Hexenküche die Verjüngung so darstellen, dass Faust von den verschiedenen Hexen oder den verschiedenen Gretchens seine Autonomie und seine Beweglichkeit zurückerlangt in der Verjüngungsszene und dann wieder laufen und rennen und tanzen kann, mit dem Nachteil, er ist jetzt an den Teufel geheftet und hat den Teufel im Nacken, und der Teufel hat nun mal, oder Mephisto hat nun mal die Fäden in der Hand. Und so bin ich selber ehrlich gesagt immer wieder neu überrascht, wie viele kreative, fantasievolle Umsetzungsmöglichkeiten wir finden. Das ist auch eine wechselwirkende Angelegenheit von den Gewerken, die gerne kreativ sind, und natürlich auch immer von mir, dass ich versuche, auf die Leute zuzugehen und zu sagen, ja, lass mal das probieren, lass mal das probieren, könnten wir nicht mal das. Und das ist immer auch von Scheitern geprägt. Natürlich kommt man immer auch wieder an Grenzen, aber überwindet auch immer wieder neue Grenzen. Und mal sehen, wie sie sagen, wie lange sich das noch trägt. Aber, Moment, scheint es viel zu geben. Ich sage schon wieder, Entschuldigung. Man spürt die Leidenschaft. Das ist das Schöne. Das ist ihr Beruf mit Leib und Seele geworden. Auf der einen Seite Theaterkunst, aber auch auf der anderen Seite der Film mittlerweile. Das muss man ja schon sehen. Nicht jetzt so eher die Sturm der Liebe, diese Telenovela nehme, dann würden, ich komme aus der Musik, habe mit Pianisten irgendwann geworden, haben große Pianisten immer gesagt, Mensch, du wirst doch wohl nicht da bei der Veranstaltung und so weiter. So ähnlich stelle ich mir für Sie vor, als Schauspieler, dass wenn Sie sagen, oh, ich mache bei Sturm der Liebe mit, Sani, meine Schwiegermutter wird mir verzeihen, sie verehrt diese Sendung, sie ist auch hier im Saal, aber gab es solche Momente, oder haben Sie lange überlegt, soll ich da teilnehmen? Oder haben Sie gesagt, nee, das ist Schauspielern auch und das gehört dazu, ich will das machen? Ich habe tatsächlich sehr lange überlegt. Also ich muss dazu sagen, ich habe kurz nachdem ich meine Wehrflieger-Verwendungsfähigkeitstestphase 1, 2 und 3 durchlaufen habe in Fürstenfeldbruck, und man mir sagte, ich darf keine strahlgetriebenen Flugzeuge steuern, weil ich durchs Kunstturnen eine mediale Orbitalfraktur hatte, und die meinten, ich würde die Gewichtskräfte in einem Jet oder in einem strahlbetriebenen Flugzeug nicht aushalten, sondern ich dürfe nur Fläche- und Hubfluggeräte steuern und soll mich trotzdem, bis ich 41 bin, verpflichten lassen und ich mich nicht mehr mit dem Haufen so identifizieren konnte, habe ich dann in Fürstenfeldbruck nahe an München gelegen die Bavaria Filmstudios angeschaut und habe dann kurzerhand gedacht, okay, ich stand zwar schon mit einem Fuß in Afghanistan, dachte, nee, ich mache sowas Ähnliches, und bin dann statt nach Afghanistan als Regieassistent zu Sturm der Liebe gegangen, weil ich mal wissen wollte, was mit dieser alten Filmleidenschaft, die immer noch in mir brodelte, also ich bin zu Bavaria Filmstudios gegangen, mal wissen wollte, was es damit noch auf sich hat. Das heißt, ich hatte schon einen alten Kontakt, mittlerweile über 10 Jahre her, oder 10 Jahre her, dass ich dort bei Sturm der Liebe schon als Regieassistent mal gearbeitet hatte, wenige Wochen, und da noch Kontakte hatte und deswegen die mich auch angeschrieben hatte. Also ich kannte die ganzen Nasen und mochte die sehr. Das ist echt eine tolle Truppe, die schon seit über 10 Jahren, ich bin schon gehirngewaschen, merke ich, weil die sind erfolgreicher als Derek. Die machen seit über 10 Jahren immer noch täglich mehrere Millionen. Verstehe ich auch nicht, weil passiert eigentlich immer das Gleiche. Aber ist sehr witzig. Und ich dann habe mich natürlich gefragt, gehe ich da hin und habe dann so meine beiden was heißt Vorbilder, Menschen gefragt, die ich für kompetent halte. Habe natürlich Ulrich Mattes, ich weiß nicht, wie der Herr im Begriff ist, ich hoffe, am Deutschen Theater, einer der erfolgreichsten deutschen Theaterschauspieler und auch Filmschauspieler, gefragt, und der sagte, das kannst du höchstens das Geld deswegen machen. Und das machst du nicht, ist eigentlich Blödsinn. Habe ich aber auch und hatte gleichzeitig das Engagement von Theater Bonn und Theaterstaatstheater Darmstadt, und gesagt, ja, wie ans Staatstheater Darmstadt, da war er auch mal, da hat er auch schon inszeniert, da hat er auch seine Anfänge gemacht.
wo haben viele ihre Anfänge gemacht. Helene Fischer hat auch im Staatstheater Darmstadt angefangen, aber es tut nichts zur Sache. Gut zu erkennen. Gut zu erkennen, ganz klar. Da kommt Qualität her. Ich meine das ganz ernst. Also, und der hat mich, mir von Stunde Liebe massiv abgeraten, ja, zum Staatstheater Darmstadt zu geraten. Und ich habe auch Till Schweiger gefragt, für den ich in der Zeit auch ein Projekt gemacht hatte. Und der sagte, geh niemals bloß nicht zum Theater, dann bist du weg von der Filmbühne, das ist Zeitverschwendung. Und hat gesagt, ja, Stunde Liebe unbedingt, das ist Fließbandarbeit, da lernst du es auf jeden Fall. Und wer es da kann, der kann es überall. Und das war mir irgendwann zu müßig zu sagen, ja, was ist jetzt Hochkultur und wer, ja, bildet sich ein, ist jetzt nur das Staatstheater, die Pseudo-Hochkultur schlechthin und das andere ist weniger zu achten. Im Grunde die Inhalte, habe ich gedacht, sind die gleichen. Es geht, ob bei Kleist, ob bei Goethe oder bei Stunde Liebe, es geht immer um Liebe, Triebe, Hiebe, nur auf andere, mit anderen Texten. Und dann habe ich halt kurzerhand versucht, das beides zu machen und habe dann einfach beides gemacht und dachte, ich nehme das auch mit und hatte jeweils eine sehr gute Zeit. Ja. Und Sturm der Liebe hat es ja dann auch privat gegeben. Ja, in der Tat. Der dauert an bis heute. Ja, Sie haben also eine Kollegin geheiratet 2016. Ja, schon sehr lange her. Ja, das ist das Ding, ja. Und dann, daran sieht man, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten damals diesen etwas hochtrabenden Vorstellungen angehört, dass man so etwas einfach nicht macht als großer Theaterschauspieler, dann wäre das alles nicht so gekommen. Und Sie wohnen nicht zusammen, glaube ich, Sie und Ihre Frau. Ist das korrekt? Oder? Doch, wir wohnen zusammen. Ich dachte, Sie würden in München wohnen und Sie? Hm? Na, sie hat ja eben bei dieser Stunde Liebe Sendung mitgespielt und hat damals für einen Schnapspreis so eine Wohnung bekommen, die ist, glaube ich, im Wert jetzt in bei diesen Wohnpreisen ums Dreifache gestiegen und deswegen gibt sie die auch erstmal nicht her, auch weil die Filmbranche oder auch die Produktionsfirmen, die auch Bavaria, immer weniger Kohle haben und eigentlich keine Schauspieler mehr einfliegen lassen und keine Reisekosten und keine Hotelkosten mehr, ja, zahlen und immer nur noch Schauspieler engagieren, die auch in den Städten wohnen oder einen Wohnsitz haben. Und so ist es doppelt sinnvoll, ja, diese Wohnung zu behalten. Aber wir wohnen in der Tat zusammen und haben jetzt auch in Mannheim eine neue Wohnung zusammengesucht. Zum ersten Mal tatsächlich habe ich zusammen mit einer Dame eine Wohnung ausgesucht. Das hat es nicht leichter gemacht, sage ich jetzt mal. Na, ich komme mal so gewisse ästhetische Ansprüche hinzu, die ich vorher nie hatte. Jetzt aber auch nicht weiter drauf einzugehen. Ja, das Leben ist auch, man muss lernen zu teilen. Das ist ja schon, gerade wenn man verheiratet ist, das ist schon klar. Über diesen Bereich hinaus haben Sie auch eine erste richtig große Rolle gespielt in einem Kinofilm, Draußen in meinem Kopf. Mhm. Auch da wieder. Sie merken schon, ich will immer zum Anfang einer neuen Arbeit bei Ihnen, weil ich versuche, mich in Sie hineinzuversetzen. Warum macht er das? Was hat er vielleicht gedacht? Ist das etwas gewesen, wo Sie direkt sagen, jawohl, her damit, ich mache das? Oder als Sie wussten, welche Rolle Sie spielen mussten, nämlich einen Mann mit Muskelschwund, der dem Tode geweiht ist, so will ich es mal einfach ausdrücken, Sie kennen das viel besser, dass Sie sagen, nee, die wollen mich tatsächlich da in eine Rolle hinein, das mache ich nicht. Kann das sein, dass Sie so gedacht haben? Ja, Sie lernen mich schon gut kennen. In der Tat, ja. Es ist absurd. Ich spiele gerade, ich habe es vorhin angedeutet, dieses Stück Judas von Lud Wegemann, ja, einer holländischen Autorin. Gestern Abend habe ich es gespielt in Mannheim und da sagt der Protagonist dem Judas, er hat an vieles geglaubt und an vielem gezweifelt. Stärker noch, ich habe an allem gezweifelt, woran ich je geglaubt habe. Und wissen Sie, was ich dabei entdeckt habe? Jetzt kommt der eigentliche Satz, auf den ich hinaus wollte. Der Mensch handelt öfter aus Zweifel als aus Glauben. Finde ich eine spannende These, weil ich selbst immer gedacht habe, der Mensch sollte vor allem aus dem Glauben heraus handeln. Weiter sagt dann Judas auch, Glauben braucht keine Aktion, Zweifel schon, Glauben will man behalten, Zweifel
will man loswerden. Und ich glaube, da ist tatsächlich viel dran, weil Sie jetzt immer auf diese an diese Zweifel und die Anfänge von verschiedenen Aktionen anspielen, weil tatsächlich auch an vielen gezweifelt habe und auch an diesem, Filmprojekt gezweifelt habe und das auch nicht machen wollte und fand das irgendwie doof. Das war auch so in Darmstadt unser erstes Konzept, dass wir sagen, wir machen keine typischen Behindertenrollen, keine typischen Opferrollen, weil wir eben den Versuch hatten, eben auch in Anführungszeichen, auch wenn ich das Wort nicht mag, normale Rollen zu spielen. Und so habe ich mich auch in diesem Fall widerstrebt zunächst der Regisseurin gegenüber, habe dann aber das Drehbuch gelesen trotzdem und dann schnell festgestellt, dass es sich überhaupt nicht um eine Opferrolle handelt, ganz im Gegenteil, sondern um einen ziemlich radikalen Täter. Als ich dann auch noch gehört habe, dass es eine wahre Geschichte ist, die diesem Drehbuch zugrunde liegt, hatte ich noch eine ganz andere Ehrfurcht vor dem Stoff und habe mich dann ein bisschen mehr damit beschäftigt. Und dann hat mich eigentlich schon dieser Charakter interessiert, wie weit ist ein Mensch zu gehen, wie weit ist ein Mensch bereit zu gehen, der nichts mehr zu verlieren hat. Also der ursprüngliche Charakter ist auch als Waise aufgewachsen, hat also in einem Waisenheim gelebt und hat sein ganzes Leben nur in Heimen verbracht und hatte keine Familie, keine Eltern, also tatsächlich nichts zu verlieren und sein Leben steuerte relativ radikal auf den Tod zu, auch ganz anders, wie es bei mir der Fall ist, auch die Familiengeschichte ist eine ganz andere, wie sie bei mir ist. Dieser Film, dass dieser Charakter so mir doch komplett fremd war und komplett fern und ich mich eben ist eine Herausforderung empfand, sich mit jemandem zu beschäftigen, der trotzdem seine Bedürfnisse hat und trotzdem seine Bedürfnisse durchdrücken will und das auf ganz andere und ganz radikale Art und Weise. Gibt es eigentlich noch, sieht man noch die, ich muss sagen, zu meiner Schande, ich schaue unfassbar gern Kunstturnen, also richtigen Sport. Entschuldigung, das wollte ich jetzt. Aber das würde mich natürlich, da will ich tatsächlich mal, wir können gleich wieder zum Thema zurückkehren. Aber wir können das nachher noch. Wir können das auch nachher. Aber ich weiß gar nicht, gibt es noch die berüchtigte Gesäßkarte aus dem Schwarz-Weiß? Ja, logisch, natürlich. Zieht man die rote immer noch aus? Sie wird viel zu wenig gezeigt heutzutage. Meiner Meinung nach auch. Deswegen finde ich auch, das ist kein sportlicher Sport mehr. Weil eben ja, verändert sich. Das ist ein Thema, das da würde ich auch nehmen. Wissen Sie, da können Sie mich mal später einladen, wenn Sie auch eine Talkshow führen. Und dann erkläre ich Ihnen genau, wie das mit der Schiedsrichterei so, mit, was der Fußball so bedeutet in unserer Gesellschaft und wie er sich in die falsche Richtung entwickelt hat in der jetzigen Zeit. Das ist ein tolles Thema. Finde ich auch ein spannendes Thema. Ja, ja. Aber dieser Film, also, den Sie ja, wir machen das schon 8 Jahre hier gemeinsam. Dieser Film, ist das der Auftakt für Sie, wo Sie sagen, ich kann mir vorstellen, da mehr von zu machen in diesem Bereich? Sind das Ziele für Sie? Vielleicht hat man es ein bisschen rausgehört. Ich bin in manchen Bereichen schon sehr proaktiv, versuche ich auch bewusst zu sein mit Projekten, die mir sehr am Herzen liegen. Da gibt es auch verschiedenste Projekte, aber in manchen Dingen habe ich oder genieße ich das Privileg, die Sachen machen zu dürfen, die mir so vor die Füße fallen und auch so meine augenscheinliche Erfahrung hat gezeigt, dass über langfristige Pläne manchmal auch hinfällig sind. Ich finde, Pläne können auch, nicht immer, können auch irgendwie limitierend sein. Was ist dann, wenn man die To-Do-Liste nicht abhakt, ist man dann gescheitert. Wir haben uns heute auf der Herfahrt auch tierisch verfahren, eine Abfahrt falsch. Ich habe das gemerkt, weil es zu spät war. Ja, wir haben wirklich 4 Stunden braucht statt 2, aber das war nicht nur, weil wir uns verfahren haben, sondern auch, weil es viel Stau gab. Aber ich bin da auch der Meinung, dass man sich auch mal verfahren kann und das auch mal wichtig ist. Und das ist ganz wichtig, wenn man dann ein Navigationssystem hat, in welcher Form auch immer man das sehen möchte, ob das ein innerer Impuls oder Instinkt oder was Göttliches ist, das dann sagt, die Route wird neu berechnet. An sowas glaube ich, oder auf sowas hoffe ich. Und um dann auf Ihre Frage oder die Beantwortung Ihrer Frage zu kommen, halte ich das natürlich auch. Es gibt verschiedenste Projekte, die, wie man heute so schön sagt,
in der Pipeline sind, aber ich verkrampfe mich da auch nicht so. Ich kann mir auch vorstellen, mal noch was ganz anderes zu machen. Kann man? Mit Botanik. Oder ja. Fantasie haben Sie in der Tat sicherlich genug. Kann man heute sagen, Samuel Koch ist ein glücklicher Mensch? Ja. War kurz der Ton weg, lustig. Ja, ich unterscheide da. Ich kategorisiere das immer gerne in zwei Bereiche. Also einmal glücklicher Mensch, glücklich sein, mit Betonung auf sein, oder kleine Schwester zufrieden sein und Glücksmomente. Glücksmomente auf jeden Fall, die habe ich zuhauf. Da stimmen auch meiner Meinung nach so plumpe Sprichwörter wie jeder ist eines Glückes Schmied oder das Glück beim Schopf packen. Da wird, denke ich, hoffe ich, jeder Mensch im Laufe seines Lebens zum eigenen Glücksexperten und weiß, welche Momente einen glücklich machen oder welche auch nicht. Und die versuche ich natürlich anzusammeln und mich auf die zu konzentrieren, wenngleich ich weiß, dass es mindestens genauso viele unglückliche Dinge gibt oder Dinge, die doof sind und nerven und zum Kotzen. Muss man nur die Nachrichten anschalten. Aber eben meiner Meinung nach auch mindestens genauso viele, die glücklich machen könnten. Und dann dieses glücklich sein, zufrieden sein, dass ja was Nachhaltigeres, Langanhaltenderes ist. Da versuche ich in so einer Ambivalenz zu leben, dass ich mich zum einen versuche, zufrieden zu sein, glücklich zu sein, aber mich auch nicht zufrieden zu geben. Ja, das heißt, Sie haben auch die Hoffnung, dass Sie weiterer Folge körperlicherseits, so würde ich es mal sagen, erzielen. Haben Sie Ziele da noch, was noch alles werden sollte, ohne es zu erzwingen zu können? Ja, auch da gilt irgendwie so dieses Credo, ich versuche zufrieden zu sein mit dem, was ich habe, mich nicht zufrieden zu geben, weil sonst würde ich irgendwie stagnieren, bin ja vielleicht auch ein bisschen stur, in dem Sinne, dass so annehmen für mich oder akzeptieren viel oder verwandt ist mit annehmen und das wieder verwandt ist mit aufgeben, das gefällt mir irgendwie nicht so, das sehe ich für mich nicht so. Also ich würde mich nicht für zum Beispiel die Wings for Life Stiftung, die sich zu 100% für die Rückenmarksforschung engagiert, stark machen, wenn ich nicht irgendwo glauben oder hoffen würde, dass das einen Sinn macht oder dass es dann auch die neurologische Forschung ist verhältnismäßig zu anderen medizinischen Bereichen sehr jung. Und da ist auch in den letzten Jahren tatsächlich viel passiert, viel tolle Dinge sind da, viel Fortschritte gab es da. Und ich glaube schon, sei es in dieser klassischen schulmedizinischen Forschungsrichtung oder auf andere Art und Weise, dass da noch was passieren kann, ohne dass ich davon jetzt meinen Alltag zu sehr limitiere. Und ich komme nochmal zurück zu der anderen Teilfrage, weil es mir ergänzend noch einfällt. Ich war tatsächlich vor meinem Unfall an einem Punkt gewesen, wo ich auf jeden Fall unterschrieben hätte, ich bin glücklich und zufrieden und es bräuchte eigentlich 3, 4, 5 verschiedene Lebenszeiten, um all das zu machen, was ich gerne machen würde und sehen wollen würde, und war zwischenzeitlich, ich habe es gleich angedeutet, an einem Punkt in meinem Leben, wo ich überhaupt keinen Plan mehr hatte, überhaupt keine Vision mehr, auch keinen Bock mehr hatte, und bin jetzt, kann ich wieder sagen, an einem Punkt, an dem ich sagen kann, ich bin glücklich, und wieder an einem Punkt, wo ich also abenteuerlustig und neugierig bin, dass ich schon wieder leider 4, 5 Leben bräuchte, um alles zu erledigen, was ich gerne erledigen wollen würde. Ist das nicht toll? Ja, lieber Koch, wir sind am Ende. Sind Sie am Ende? Wir sind nicht ganz am Ende. Nein, um Gottes Willen. Dafür leben wir ja viel zu gerne. Nein, wir sind am Ende dieser Veranstaltung. Ich sage manchmal Sendung, weil ich dann denke, da sind ein paar Kameras. Das ist eigentlich nur der Bitburger Kanal, der Online-Kanal, der uns begleitet. Die letzten Wochen und Monate waren interessant, auch für mich. Weil ich pflege mich eigentlich recht gut vorzubereiten für diese Abende. Es ist ein wesentlicher Bestandteil auch für mein Leben, weil ich Menschen kennenlerne und nichts ist großartiger auf dieser Welt als Menschen. Sie sind, ich weiß, dass sie ähnlich denken, und mir hat das viel gegeben. Und auch deshalb, weil ich merke,
dass sie partout nicht von ihrem Weg abweichen, dass zwar Geschwindigkeit und Zeit bei ihnen eine andere Form angenommen hat, das haben sie eben eindrucksvoll geschildert, aber dass sie jetzt auch ihr Leben genießen können in Phasen und auch andere Wege finden, im Leben auch glücklich sein zu können. Ich bin fast geneigt, mich dafür zu bedanken, dass ich das mitmachen durfte und ein Stück weit auch Sie begleiten durfte in den letzten Wochen. Und ich meine, dass der Unfall, den Sie einmal hatten, jetzt 8 Jahre zurückliegt und dass man immer mehr in eine Zeit hineinkommt, wo man Sie an der Qualität Ihres Schauspiels misst und den Schauspieler Koch erkennt. Und das befürchte ich und meine ich, ist etwas, was Sie auch wollen. Dieser Unfall ist ein Teil Ihres Lebens, da können wir alle nichts mehr dran ändern. Aber ich meine, die wirklich hohe und außerordentliche Qualität des Schauspielers Koch, sie wird auch in Zukunft für uns eine große Rolle spielen und Sie werden anders gesehen werden. Und das wünsche ich Ihnen von Herzen. Und ich danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute Abend hier zu sein. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Schön, dass wir einen gemeinsamen Abend wieder fernab von großem Lärm und Geräusch und Action verbringen durften. Etwas, was mir persönlich sehr am Herzen liegt, gerade in der heutigen Zeit, einfach einmal zuzuhören. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Unterstützung auch in den letzten Jahren, dass es uns gemeinsam gelungen ist, diese Veranstaltung so schön und intim und intensiv werden zu lassen. Die nächste Veranstaltung ist am 4. April 2019. Wir bleiben im Schauspiel, das heißt, wir bleiben bei den Schauspielern. Ich habe einen Gast, eine Frau eingeladen, die mir in meinen jungen Jahren sehr viel bedeutet hat, weil sie eine außerordentliche Qualität in ihrer Arbeit mitgebracht hat. Sie war für mich eine Kultschauspielerin, nebenbei auch ein Hollywood-Star. Sie hat zum Beispiel im Film Out of Rosenheim die Hauptrolle gespielt. Marianne Sägebrecht wird am 4. April hier nach Bitburg kommen und ich würde mich sehr freuen, Sie dann wiederzusehen. Alles Gute, kommen Sie gut nach Hause und wenn Sie möchten, bleiben wir noch einen Moment zusammen. Und die Bücher von Samuel Koch werden selbstverständlich draußen auch zu erwerben sein. Der Buchladen Eselsohr aus Bitburg hat sich schon vorne postiert. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.